Heuer jährte sich der Internationale Frauentag bereits zum 99. Mal. Trotzdem ist die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern immer noch nicht ausgewogen. Wiederkehrende Themen sind Entlohnung, Pension, Karenz, aber auch der Eintritt in männerdominierende Berufe. Um Frauen Mut zu machen und Anregungen und Wünsche anzuhören und Lösungen zu finden, wurde eine Frauenkonferenz ins Leben gerufen. Der Einladung zur ersten Frauenkonferenz in St. Valentin am Rathaus sind viele gefolgt, um gemeinsam über aktuelle Themen mit Gleichgesinnten zu diskutieren. Ja, die erste Frauenkonferenz war das in St. Valentin und ich als Bürgermeisterin, ich sage in einem Amt, wo man ja sehr ja, eine Minderheit ist, als Bürgermeisterin, also als Frau im Bürgermeisteramt, war einfach die Idee sehr nahe, dass man jetzt einmal die Frauen zusammenholt. Und gerade nachdem gestern eigentlich die Veranstaltung war mit dem Staatssekretär Andrea Schieder, ein Wirtschaftsabend, wo vorwiegend Männer waren, war das, glaube ich, heute so der Kontrapunkt, wo eigentlich fast nur Frauen hier waren. Themen werden aufgerollt und in einer großen Runde behandelt. Rede und Antwort steht neben der Bürgermeisterin Kerstin Suchern die Frauenministerin Heinisch Hossig. Ich glaube, dass Frauen nicht so oft die Möglichkeit haben, außer man trifft sie ab und zu im Kaffeehaus, sich in so einer großen Runde auf Einladung der Frau Bürgermeisterin zusammenzusetzen und Themen, die sie selber betreffen, auch zu diskutieren. Und es sind ganz verschiedene Themen heute gekommen und es war ein sehr, sehr interessanter Nachmittag. So unmittelbar vom Internationalen Frauentag, damit zu schauen, wie geht es uns, wo stehen wir, was bräuchte es denn noch an Veränderung, damit es uns wirklich gut geht. Einen großen Teil unseres Lebens verbringen wir an unserer Arbeitsstätte. Obwohl viele Frauen ihren männlichen Kollegen um nichts nachstehen, sei es dem Wissen, dem Engagement und dem Einsatz, haben viele den Mut nicht dazu, Führungspositionen zu übernehmen. Meist bleiben sie in der zweiten Reihe stehen und unterstützen die Herren der Schöpfung. Das ist ja das, wofür ich stehe als Bürgermeisterin, wo ich sage, ich möchte den Frauen auch Mut machen, in Männerdomänen einzudringen, nicht nur immer die typischen Frauenberufe anzunehmen. Und heute haben sie natürlich auch ein paar Männer hereingetraut, waren natürlich auch herzlich willkommen. Einer darunter, unser neuer Gynäkologe, der sich in St. Valentin im ansiedelt. Natürlich dominiert die Anzahl der Damen an der Frauenkonferenz. Aber so mancher Herr traut sich dann doch in die Frauenrunde und diskutiert auch mit. Ja, das Verhältnis Männer-Frauen zeigt schon, die Männer sitzen vielleicht dann lieber am Stammtisch beim Bier oder so und gehen nicht diskutieren. Die sagen dann, dort ist es diskutieren und die Frauen gehen auf ein Kaffeekränzchen. So sehe ich das überhaupt nicht, denn sich zu vernetzen ist ganz wichtig. Und auch ein junger Gynäkologe, der sich hier in St. Valentin niederlassen wird, hat sich heute präsentiert. Ein älterer Herr, der sagt, ich finde überhaupt nichts dabei, wenn ich selber Staubsaug, hat das zur Schau gestellt. Und das finde ich wichtig und gut, dass sich auch die Männer einbringen in so eine Debatte. Frauen bedenken oftmals nicht, was sie alles leisten und managen. Beruf, Haushalt und Erziehung prägen den Alltag. Sie schmeißt das alles mit links, wo viele Herren bereits ins Schwitzen kommen. Appell, wir haben bald Internationalen Frauentag. Bitte Frauen, lebt euer Leben so wie ihr wollt. Schaut, dass ihr Arbeit habt, von der ihr leben könnt, wenn das möglich ist. Macht euch nicht abhängig von jemandem. Schaut, dass ihr gesund seid, auch physisch gesund und psychisch gesund. Lasst euch nicht gefallen, wenn Männer euch irgendetwas antun wollen. Lebt dein Leben in Würde. Es gibt sehr solidarische Männer in unserer Gesellschaft, die mit uns diesen Weg gehen. Es gibt aber auch Männer, die es noch immer nicht verstehen wollen. Und da müssten wir etwas ändern. Mut, Mut zum Frausein, Mut sich zu trauen. Ja, ich denke mal, Frauen kennen so vieles und das sollte man aber nicht verstecken, sondern auch herzeigen. Frauenpower. St. Valentin ist das beste Beispiel für Frauen in männerdominierenden Berufen. Die Bürgermeisterin Kerstin Suchern leitet mit viel Engagement und Einsatz die Stadtgemeinde und hat für alle Bürger, egal ob männlich oder weiblich, ein offenes Ohr.